Hallo, liebe Jungfrau, und willkommen zu deiner Tarot-Kartenlegung, deiner Tarot-Botschaft für den Dezember. Ich bin Daniela von Sonne, Sand, Meer, Tarot, und wie immer ist es hier eine allgemeine Legung, in der ich keine persönlichen Ratschläge gebe. Ja, und wie immer darfst du dich einfach von dem, was dich anspricht, inspirieren lassen und den Rest beiseite lassen, weil es natürlich auch nicht immer für alle passt. Und hier kommt Bast zu dir, das Spiel. Die ägyptische Göttin Bast, die Zwillingsschwester von Sekhmet. Und sie bringt hier so eine gewisse verspielte Energie in dein Leben hinein. Und ja, vielleicht hat der eine oder andere, der zuschaut, eine Katze zu Hause. Und ja, Katzen haben manchmal etwas sehr Verspieltes. Ja, die sehen manchmal aber auch Möglichkeiten in Dingen, die wir Menschen gar nicht wahrnehmen. Von dem her kommt hier eine verspielte Energie zu dir für den Dezember, und wir schauen weiter in die Karten für dich. Schau dir das größere Bild an, schau dir die größeren Zusammenhänge an, und mir kommt jetzt gerade das in den Kopf, was ich eben schon gesagt habe, dieses so wie Katzen die Welt betrachten. Die sehen manchmal Dinge, die wir Menschen gar nicht wahrnehmen. Ja, also ich habe einige Katzen, und ich habe an einem so ein Sweatshirt, das hat eine Kapuze, und da sind vorne wie so Bändel dran, die aus der Kapuze raushängen, und die haben so große Knoten. Mein Kater, der fängt immer an, damit zu spielen. Ja, das ist so eine ganz andere Betrachtungsweise, als ich diesen Pulli natürlich anziehe. Und ich gucke dann mehr, dass sie vielleicht gerade sind, dass nicht einer da so weit runterhängt und der andere ist ganz oben. Ja, und für Kater ist das Spielzeug. Und von dem her, ich erzähle das nur, um einfach nochmal ein kleines Beispiel zu geben, wie anders Katzen die Welt betrachten, ja, und von dem her darfst du im Dezember vielleicht auch mal dein Leben und die Dinge in deinem Leben so ein bisschen verspielter und vergnügter durch die Augen einer Katze betrachten. Wir schauen weiter in die Tarotkarten für dich. Ich ziehe wieder drei Karten. Die erste ist eine Aufgabe oder Herausforderung, die zweite der Rat der geistigen Welt und die dritte ein mögliches Ergebnis, das immer mit dem Denken, Fühlen und Handeln zusammenhängt. So, wir haben hier die Freude. Und das ist für mich auch schon wieder die Karte der reinen Verspieltheit, ja? Das sind überall Bällchen und Mäuschen, vielleicht noch ein Hauch Katzenminze dazwischen. Die Liebenden. Und die Königin der Schwerter. Ich habe auch das Gefühl, dass ein Teil von dir hier echter werden darf, leichter werden darf. Ja, so ein bisschen den Ernst abstreift, den das Leben manchmal mit sich bringt. Wir schauen tiefer hinein. Freude ist für dich ein Schlüssel, diese Freude und dieses Verspieltsein, dieses die Dinge leicht nehmen, vielleicht auch mal ein bisschen albern sein, ja. Das ist etwas, das bringt eine Energie in dein Leben, die dich beflügelt und die dir wirklich hilft, erstens sehr viel zu schaffen, sehr viel erledigt zu bekommen, ja, weil wenn wir vergnügt sind, wenn wir mit Freude an die Dinge rangehen, dann ist meistens ganz viel ganz schnell erledigt, ja. Und so die Dinge, die dir irgendwo so im Nacken sitzen oder im Weg stehen, die sind dann einfach sehr, sehr schnell erledigt, ja. Und im Rat der geistigen Welt liegen hier die Liebenden. Und die Kaiserin, und das ist natürlich jetzt eine gute Karte für alle Jungfrauen, die auf der Suche sind nach der Liebe, aber generell auch eine Kartenkombination hier, die sagt, liebe das Leben, liebe, was du tust. Und das hier ist auch einfach immer ein Hinweis darauf, dass viele Dinge in deinem Leben
von oben aus dem Geistigen gegeben sind und verbunden sind mit der geistigen Welt. Und von dem her sagen die Karten auch, schau dir das größere Bild an, ja, und erkenne die Segnungen in deinem Leben. Zähle die Segnungen in deinem Leben, ja, und halte die Verbindung zur geistigen Welt, um diese Dinge in deinem Leben zu nähren, damit sie wachsen können und sie zu vermehren. Nähren und vermehren, das ist so das, was hier im Rat der geistigen Welt für dich durchsickert, was auch immer das für dich in deiner persönlichen Situation bedeuten mag. Und das Ganze kann dir einfach helfen, die Dinge von dir abzustreifen, die dir nicht mehr entsprechen. Ja, manchmal streifen wir Dinge von uns ab, weil wir rausgewachsen sind. Ja, das ist so, wie wenn man aus einem Kleidungsstück rauswächst, wenn ein Kind aus seiner Hose rauswächst und die geht nicht mehr bis zu den Knöcheln, sondern nur noch knapp unter die Knie, dann kann man das natürlich nicht mehr tragen. Und da ist eben hier die Frage so, was macht einfach keinen Spaß mehr? Was steht deiner Verspieltheit im Weg und hält dich zurück? Und das darfst du hier von dir abstreifen. Und ich habe so das Gefühl, dass du dich selbst auf einer tieferen und damit höher schwingenden Ebene wiederfinden darfst, ja? Dass du dich selbst vielleicht auch nochmal auf einer tieferen und höher schwingenden Seelenebene kennenlernen darfst. Und dabei hilft dir die Katze, die Verspieltheit, ja, dieses... Meine Katzen, die interessieren sich ja eigentlich auch nicht für viel, ja. Die wollen fressen, die wollen spielen, die wollen schlafen. Die wollen es vielleicht auch noch schön kuschelig warm haben. Die sind vielleicht manchmal auch so ein kleines bisschen garstig, was Katzen für mich eigentlich nur noch liebenswerter macht, weil sie sich halt eigentlich nichts bieten lassen, ja. Viele Katzen lassen sich nichts bieten. Wenn denen irgendwas nicht passt, dann werden sie einem das laut und deutlich mitteilen. Von dem her sind sie eigentlich auch recht ehrliche Tiere, ja, weil man bei denen immer weiß, woran man ist. Und so geht es bei dir eben auch um Ehrlichkeit und darum, ehrlich tief in dich hineinzuschauen und dich selbst auf einer tiefen Seelenebene nochmal neu kennenzulernen. Weil wir entwickeln uns im Leben ja immer weiter und es gibt immer neue und tiefere Teile von uns, die wir selbst dann auch immer wieder kennenlernen dürfen. Und auch die Liebenden sind immer eine Karte, die so diesen Teil von uns repräsentieren können. Unsere Monade, unsere Seele, den Teil von uns, der außerhalb von Raum und Zeit existiert. Und für dich kommt natürlich zum Abschluss auch noch eine Karte aus dem Orakel der indischen Götter. Und ich habe hier Vamana, die liebevolle Kommunikation. Ich spreche die Sprache der Liebe und die Seele spricht auch die Sprache der Liebe. Also sprich du die Sprache deiner Seele. Ja, liebe Jungfrau, soweit deine Tarotbotschaft für den Dezember. Ich hoffe, sie war dir hilfreich und konnte dich ein wenig inspirieren. Wenn dir die Legung gefallen hat, dann gib dem Video ein Like. Und wenn du möchtest, hinterlass mir einen Kommentar. Darüber freue ich mich von Herzen. Alles Liebe. Und vom 25. Dezember bis 5. Januar gehen wir wieder durch die 12 heiligen Nächte, die Rauhnächte, die uns so schön vom Alten in das neue Jahr geleiten. Und es gibt auch in diesem ja, wieder die Aktion des gemeinsamen Orakels. Da bekommst du für jede Rauhnacht jeden Tag eine E-Mail mit dem Thema des Tages, dem Monat im neuen Jahr und auch einem Orakelvideo, wo ich aus 3 Decks Karten ziehe, wo du dann, wenn du möchtest, auch noch mit orakeln kannst, unten drunter kommentieren kannst, dich mit anderen austauschen kannst. Und diese Aktion, die fließt in den Weiterbestand dieses YouTube-Kanals hinein. Von dem her, wenn dich das interessiert, findest du den Link unter dem Video. Und ich freue mich natürlich, wenn ganz, ganz, ganz viele Leute bei dieser tollen Aktion mitmachen. Alles Liebe!